Schönen guten Tag zusammen, euer Serge Menga. Ich hatte eigentlich gedacht, nach dem Trip in Berlin komme ich nach Hause, ruhe mich aus und lasse die Seele baumeln, aber es wird nicht funktionieren. Diese Hiobsbotschaft muss ich verbreiten. Sie werden kommen. Sie werden kommen. Mehr als jemals zuvor werden Millionen von Menschen nach Europa kommen. Da nützen eure Sondierungsgespräche und eure sogenannte lächerliche Obergrenze von 200.000, das eigentlich auch nur Augenwischerei ist, ein Scheiß. Und ich sage auch warum. In Mali, Guinea und Libyen werden Flüchtlinge, die aus den jeweiligen Ländern auch kommen, auf offener Straße aufgegriffen, in Gefängnisse gepackt und nur durch Lösegeld unter Folter und Vergewaltigung wieder rausgelassen, damit sie bei der nächsten Stadt, größeren Stadt oder nächstes Land von Mali in Guinea dasselbe nochmal durchmachen. Einige werden sogar getötet. Es wurden so viele Schreckensvideos an mich geschickt durch die sogenannte Black Community aus dem Ausland. Diese Bilder würde ich am liebsten bei Facebook posten. Das würde aber dazu führen, dass mein wo ich sagen, Seite, Facebook-Seite, Entschuldigung, auf immer und ewig gelöscht werden würde. Und diese Bilder möchte ich einigen von euch nicht zumuten. Denn ich glaube, da sind Bilder, die sind nur für wirklich hartgesonnene gedacht. Da sind Bilder, die dürfte man eigentlich sich gar nicht anschauen, weil es nicht menschlich ist, sondern bestialisch, was abgeht. Ja, Europa erwarten noch viel mehr Flüchtlinge als jemals zuvor. Und jetzt kommen wir darauf, warum. Solange die europäischen Regierungen, die diese Länder damals kolonialisiert haben und unter Scheindemokratie uns verkaufen wollen, diese Länder werden unabhängig und demokratisch, nicht aufhören, die Despoten dieser Länder, die Machthaber dieser Länder, die allesamt korrupt sind, weiterhin mit Entwicklungsgeldern und Spenden aus Europa zu unterstützen, weshalb diese länger als ihre Mandate es überhaupt zulassen, an der Macht bleiben. So lange werden die Fluchtursachen weiterhin weltweit bestehen. Jetzt werden sich einige von euch fragen, ja, aber warum machen die das? Ja, ganz klar. Ihr kennt es vielleicht in kaputten Familienstrukturen, wo die Eltern beide nur damit beschäftigt sind, Kohle, Kohle, Kohle ranzuraffen. Und ihre Kinder damit abspeist, dass die Kinder alles, was sie bekommen, was sie wollen, Geld, eigenen Schlüssel in eine Wohnung, Playstations, damit die Eltern sich bloß nicht um diese Kinder kümmern müssen. Und was für Menschen daraus werden, für unsere Gesellschaft, hat die Vergangenheit gezeigt. Das ist genau dasselbe mit dem afrikanischen Kontinent. Die Geister, die Europa damals rief durch seine Kolonialpolitik, wird es nicht mehr los. Die müssen sich darum kümmern. Tun sie aber nicht. Sie wollen andere den Job machen lassen. Ich zahle dir Geld und sehe zu, dass du mir deine Flüchtlinge und deine lästigen Parasiten vom Hals hältst. Ja, es klingt krass. Es klingt sehr krass, aber das ist die Wahrheit. Wir müssen Klartext sprechen, Leute. Wenn Europa wirklich will, dass es aufhört, dass die Fluchtursachen aufhören, dann sollten die sich mal eine Eier packen und die Probleme eine Wurzel packen. Das bedeutet, dort, wo die Politik gemacht wird, da sind die Regierungen, die sich denken, es ist mir doch scheißegal, was in meinem Land oder in meinen Straßen passiert, solange der dumme Europäer weiterhin bezahlt. Denn schließlich ist es auch der Europäer, der uns ausbeutet und ausnützt. Damit ist nicht die Bevölkerung gefragt. Denn mich und euch fragt keiner. Denn würde man auch hier in Europa auf die eigene Bevölkerung hören, dann würde es einiges da draußen nicht geben. Aber wir können auch nicht so tun, als wäre auch nur der Europäer schuld oder die europäische Regierung besser gesagt, sondern es ist der Afrikaner, der seinen eigenen Bruder vergewaltigt, ermordet und verkauft. Schwarzer Rassismus, schwarzer Hass, schwarze Eliminierung und Ausrottung der eigenen Bevölkerung. Das ist eine krasse Botschaft, ich weiß.
aber es ist die Wahrheit und die Realität. Europa ist dringend gefordert, eine andere Politik zu führen, ja, zu machen für die Vergangenheit. Syrien war bis jetzt immer das Thema. Was ist denn mit Libyen? Gaddafi wurde ausgelöscht. Es hieß Demokratie. Es hat keine Demokratie gebracht. Irak, es hat keine Demokratie gebracht. Afghanistan, es hat keine Demokratie gebracht. Ich könnte so weitermachen. Monsieur Macron, Madame Merkel und alle anderen da draußen, kümmert euch um die Geister dieser Kolonien, die ihr damals ausgerottet habt. Sonst werden eure Kinder den Preis dafür bezahlen. Und das hat jetzt schon angefangen. Euer Serge Menga. Ich hoffe, diese Botschaft ist klar und deutlich, weil heute geht es nicht um die Nazi-Keule in Deutschland, rechts, links oder eure lächerlichen Sondierungsgespräche. Heute geht es um darum, dass es 5:12 Uhr ist und an eurer Türe geklopft wird. Und bald nicht mehr geklopft wird, sondern eure Türe gestürmt wird. Serge Menga, keine Hetze, Realität. Zusammenhalt, Liebe und Glauben. Das braucht die Welt. Die ganze Welt.